Die Nightpage Media präsentiert Lach- und Sachgeschichten mit der halben Bierkiste. Franz Zehnbier liest aus seinen Kolumnen. Samstagabend, kurz vor Feierabend. Sag mal, Franz, wie weit bist du mit der Kolumne? Also, wenn ich die jetzt von DHL abholen lasse, dann ist sie pünktlich zur Sendung morgen früh bei dir. Aber das kannst du mir doch einfach auf den Server hochladen. Du weißt doch, ich bin beim größten Telekommunikationsanbieter in Deutschland und da geht das nicht so schnell mit DSL. Und? Hat's jetzt bei dir geklingelt? Ja. Tja, Leute, hier ist er wieder, euer Franz Zehnbier. Und Leute, die Welt ist wieder rund. Das hätte man meinen können, nachdem eine Mannschaft aus unserem Lande den Champions League Pokal geholt hat. Aber weit gefehlt, die Bayern beanspruchen den Titel für sich. Im gleichen Atemzug kündigt die Bild-Zeitung an, in ihrem Online-Angebot Fußball kostenpflichtig zu machen. Bayern-München-Präsident Uli H. macht im gleichen Atemzug Druck auf den bayerischen Ministerpräsidenten Horst S., dass er mit dem Freistaat aus der Bundesrepublik austreten soll. Schließlich habe seine zusammengekaufte fußballspielende Esperanto-Truppe den Pokal nach Bayern geholt. Ja, Leute, nach Bayern! Ja, und nicht nach Deutschland. Wenn Seehofer nicht darauf reagiert, droht er, kaufe er die Insel Rügen, weil es da eh viel schöner ist, und ginge samt Pokal und Mannschaft zum FC Putbus. Das Ganze in der Hoffnung, dass seine Drohung Wirkung zeigt, da er so viel für den Freistaat getan hat, dass er in einem freien Freistaat, also ja, dass für ihn dann auch dort weiter Steuerfreiheit gilt. Dann wäre das mit der Steuerhinterziehung nur ein Missverständnis gewesen. Doch er wäre für immer gebrandmarkt. Als Würstchenmacher mit sozialkritischem Hintergrund, vorausgesetzt man betrachtet Steuerhinterziehung in Bayern als sozialkritisch. Ja. Und die Welt ist wieder rund. In der Hoffnung, nach dieser Kolumne nicht rund gemacht zu werden, verbleibe ich bis zum nächsten Mal herzlichst. Euer Franz Zehnbier. Prost! Sie hörten eine Kolumne von Franz Zehnbier. Eine Produktion der Nightpage Media.